Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play von Alan Wake 2. Ich bin Rönne und bedanke mich, dass ihr reinschaut. Wir befinden uns aktuell in Wartui auf dem Weg zur Wohnwagensiedlung, denn wir haben einiges Obskures erfahren. Zum einen, dass der Wohnwagen, den wir suchen, um die Hinweise auf den Klicker und den Kult zu finden, wohl unser eigener ist. Und auch, dass hier einige Bewohner uns tatsächlich kennen. Das heißt, die Geschichte, die Erinnerungen und eventuell damit auch die Fakten haben sich hier geändert. Ich habe ein wenig Sorge, was ja den Zustand von Logan, unserer Tochter, angeht. Denn wir wissen ja vom Rose aus dem Diner, dass unsere Tochter angeblich ertrunken sei. Und auch die Koskela-Brüder scheinen uns auf einmal von früher zu kennen, und da sagte Jako, heißt glaube ich der Bruder, ja, es ist schon erstaunlich, dass du wieder hier bist, nachdem was passiert ist, ne? Also irgendwie scheint das mittlerweile Fakt zu sein. Gerade beim Laden ist mir aufgefallen, dass wir wieder etwas für die Falltafel haben. Zum einen haben wir ja auch neue Kultverstecke. Und, ach, die habe ich schon draufgepackt, die Kultverstecke. Wir hatten noch eben ein Bild von den Koskela-Brüdern, das unten eingezeigt wurde. Okay, können wir doch nicht einsetzen. Vielleicht in einem anderen Fall oder später. Ja, wir machen uns jetzt erstmal weiter auf dem Weg zur Wohnwagensiedlung. Dafür muss ich nochmal ganz kurz einen Blick auf die Karte werfen. Wir müssen links lang und wir müssen auf jeden Fall einen Abstecher zum Funkturm machen. Denn in einem der Kultverstecke stand, dass wir dort noch eine Lunchbox finden. Und eine Lunchbox haben wir bisher in Wartui noch nicht gefunden. Ja, die neue Waffe, die Armbrust, die werde ich noch ein wenig weiter nutzen. Denn wir können die verschossenen Bolzen danach wieder einsammeln. Das heißt, wir können dank der Armbrust ordentlich Munition, einsparen. Ich weiß nicht, ob wir immer die Bolzen zurückbekommen können oder ob das an eine Wahrscheinlichkeit geknüpft ist. Könnte beides der Fall sein. Aber wir haben da unten noch einen Gegner, an dem wir das mal austesten können. Natürlich sollte man auch treffen. Uah, da bin ich zu früh ausgewichen. So. Ja, wir können auf jeden Fall beide wieder einsammeln. Einen habe ich leider verschossen. Habe ich nicht getroffen. Vielleicht liegt der hier ja noch irgendwo. Oder ist da runtergeflogen in die Wälder. Okay, wir wollten aber erstmal hoch zum Funkturm. Ja, wie gesagt, gute Waffe, aber lange Ladesequenzen. Aber wir können so die Munition für die anderen Waffen erstmal sparen. Nur es könnte halt zum Verhängnis werden mit dem Nachladen. Und ich vermisse immer noch, ich hoffe, das wird mal gepatcht, dass wir mit dem Mausrad die Waffen in der Schnellauswahl durchblättern können. Das ist doch ein Unding, dass das noch nicht passiert ist. Ja, wir haben hier anscheinend eine neue Radiosendung, die werden wir uns aber in Ruhe in unserer Zuflucht zu Gemüte führen. Ich will mich hier erstmal ein wenig umschauen. Leer. Es scheint aber wieder um Wendy Davis zu gehen in der Radiosendung. Oh Leute, wir haben das nächste Rätsel gefunden. Noch mehr dieser Reime. Mal schauen, ob wir es lösen können. Wir haben hier keine neuen Figuren. Dann schauen wir uns das Rätsel einmal an. Drei kleine Rehe wagten sich ins Freie hinaus, fanden einen Ort zum Fressen und Spielen, ganz famos. Doch eines der Rehe kam niemals zurück nach Haus
und zwei der Rehe suchten Trost und weinten los. Eins der Rehe kam niemals zurück nach Haus. Okay. Jawoll. Oh, war das gerade ein Wolf? Dann werde ich mich erstmal heilen. Und die Schrotflinte ausrüsten, wenn das Wölfe waren gerade. Erst nochmal die Puppe wieder einsammeln. Nicht, dass sie die nachher vermissen. Gruseliges Bright Falls, verfluchtes Bright Falls, ja, ja. Wölfe im Bright Falls. Oder what are we wohl eher? Oh, Scheiße. Da hinten. Wow, mit einem Schuss, das war geil. Da hinten ist der nächste. Schnell wechseln, nachladen ist mir gerade zu riskant. Wow, wow, wow. Hey! Hier können wir den Bolzen nicht einsammeln. Okay, das scheint tatsächlich an eine Wahrscheinlichkeit geknüpft zu sein, ob wir die einsammeln können oder nicht. Aber wo ist jetzt der Talisman, den wir für das Rätsel bekommen? Da, da. Ein totes Reh, natürlich. So, hoffentlich den Talisman nicht. Kann ich an meinem Armband anbringen. Ja, das brauchst du nicht jedes Mal zu sagen, das wissen wir. Hirsch-Talisman erhöht die Widerstandsfähigkeit gegen Zaumeln oder Unterbrechungen. Würde ich jetzt erstmal nicht tauschen. Oh Leute, wir sind auch gerade beim Funkturm. Und wir haben ja schon gelesen, dass es hier die nächste Lunchbox gibt. Und wir scheinen uns ihr zu nähern. Da haben wir sie. Mal schauen. Hier haben wir auf jeden Fall wieder einen etwas längeren Text. Ich senkte mein Gewehr, auf dem Autodach stehend, blickte ich auf das Gemetzel hinab. Die Zombies hatten fast gewonnen, aber zum Glück war ich da. Manchmal sind die Menschen, von denen wir es am wenigsten erwarten, die Helden, die wir brauchen. Dank mir war meine Stadt nun endlich sicher. Ich schwang das qualmende Schießeisen ein letztes Mal über meine Schulter. Hoffentlich zum letzten Mal. Die Stadtbewohner, die vorsichtig aus ihren Verstecken hervorkamen, bestaunten dasselbe Blutbad, das ich auch sah, und riefen meinen Namen. Und ich winkte und sie jubelten wieder. Endlich konnte ich wieder in mein ruhiges, bescheidenes Leben zurückkehren. Bücher lesen, im Garten arbeiten, stricken und die beste Pilzexpertin der Welt sein. Plötzlich packte eine Hand mein Handgelenk. Ich blickte in die Augen des liebenswürdigen, sensiblen Schriftstellers, den ich seit meiner Kindheit kannte. Ein Lächeln überzog sein wunderschönes, freundliches Gesicht und ich fühlte mich seit dem ersten Auftauchen der Zombies zum ersten Mal ruhig. Ich wusste, dass du es schaffst. Jetzt können wir für den Rest unserer Tage in Frieden miteinander leben. Und wir finden 7 Manuskriptfragmente. Ja, wir haben so einen längeren Text schon mal in einer Lunchbox gefunden und da war von Fanfiction die Rede. So, und wenn ich das hier jetzt so lese, es handelt sich hierbei um eine Sie und sie spricht von einem sensiblen Schriftsteller, den sie seit ihrer Jugend kennt oder seit ihrer Kindheit kennt. Und die einzige Person hier, die ich mir vorstellen könnte, Fanfiction zu schreiben, ist Rose. Sind das Fanfiction-Auszüge aus Roses Roman? Wie kommen die in die Lunchboxen? Wer hinterlässt uns die Lunchboxen? Ich habe ja die Vermutung, dass es Alan Wake selber ist. So. Das heißt, hier beim Funkturm haben wir hier noch irgendwas. Da sehen wir ein Riesen. Unterschrieben und nicht. Da ist er. Autorisiert.
nichts. So. Ich wollte gerade sagen, da hinten haben wir wohl schon Coffee World. Wieso sind hier auf einmal so viele? Oh, der hat ordentlich was fallen lassen. Pistolenmunition und für die Schrotflinte. So, ich will aber wieder auf die Armbrust wechseln. Jetzt muss ich schauen, wie wir runter nach Coffee World kommen. Konnten wir hier irgendwo runterspringen? Ich glaube nicht, ne? Oder? Nein. Doch hier. Ja, wie schon gesagt, wir wissen, dass der Wohnwagen uns gehört. Wir brauchen nur den Schlüssel zum Wohnwagen. Und der scheint im Tresor vom Coffee World zu liegen. Da geht aber niemand ans Telefon, als sie Koskelas angerufen haben, um Bescheid zu sagen, dass wir vorbeikommen, um den Schlüssel zu holen. Das heißt, sie wollten Bescheid sagen, ging ja keiner ran. Der Park hat allerdings offen. Wir sehen ja auch hier, dass die Fahrgeschäfte im Betrieb sind. Jetzt hier nicht mehr so gut, aber in der vorherigen Episode konnten wir das im Hintergrund sehen. Und mal schauen, was da los ist, ob da jetzt auch alle zu Besessenen geworden sind. Davon gehe ich schon fast aus. Muss noch mal ganz kurz einen Blick auf die Karte werfen. So, am Funkturm waren wir. Genau hier haben wir die neue Radiosendung. Die hören wir uns nachher in unserem Gedankenraum noch mal in Ruhe an. Wir haben hier wieder eine Weggabelung. Oh, okay, hier rechts könnte es auf jeden Fall was geben, weil es eine Sackgasse ist. Bin ich jetzt richtig gerannt? Oder bin ich jetzt zurückgerannt? Nee, hier rechts, okay. Ja, hier scheint die nächste Lunchbox versteckt zu sein. Hier sehen wir schon wieder die Spur. Und nochmal Munition für die Pistole, auch sehr willkommen. Noch eine dieser Lunchboxen. So, noch schnell aufschreiben. Hallo Held, ich fürchte, dass ein paar Blätter von meinem privaten Fanfiction-Projekt in einige dieser Verstecke geraten sind. Aber ich weiß nicht welche. Ich habe einige online gestellt und sie halten ziemlich gute Kritiken. Aber es wäre mir lieb, wenn du sie nicht lesen würdest. Es ist was Privates. Wenn es was Privates ist, warum stellst du es dann online? So, nochmal 5 Manuskriptfragmente. Ja, okay, wenn die Fanfiction von demselben Autor ist, dann muss ich meine Vermutung mal umwerfen, dass es Alan Wake ist, der uns hier die Boxen hingeschrieben hat, sondern dass es tatsächlich Rose ist, sofern ich recht habe. Okay, da haben wir die Ranger-Hütte. Da wird 100 Pro auch was zu finden sein, ist aber aktuell überflutet. Mal schauen, wann hier die Überschwemmung weggeht, dass wir diese Gebiete hier erkunden können. Werden wir auf jeden Fall können, denn das ist wieder nur mit Kugelschreiber auf der Karte weggekritzelt. Das heißt, hier müssten wir dann, wenn die Überschwemmung zurückgeht, zur Ranger-Hütte kommen.
Und diese Melodie des Freizeitparks, die nervt mich jetzt schon so ein bisschen, muss ich sagen. Okay, die Überschwemmung hat wohl auch Coffee World getroffen. Oder ist das so eine Bootstour hier? Egal was es ist, der Angler, der hier gesessen hat, muss sehr betrunken gewesen sein, wenn er glaubt, dass er hier Fische findet. Wir haben den nächsten Safe Room, Leute. Brennt auf jeden Fall Licht. Gute alte Gasgrill, Einkaufswagen, ein Hotdog-Stand, ein grinsender Luftballon. War da irgendwas drin? Ich finde es auffällig, dass wir hier... Dass er halt gegrinst hat. So, Dixie-Klos. Ja, wunderbar. Schauen wir nochmal um, ob hier um unseren Safe-Spot noch irgendwas ist. Hör ich gerade schon wieder jemanden? Oder sind die Geräusche vom Park? Ich glaube, die kommen vom Park, oder? Oh Gott. So, wir haben tatsächlich noch einen Safe-Room. Nix in der Box. Aber die nächste Manuskriptseite. Scratch auf der Jagd. Scratch schlich durch den Wald. Ein furchterregendes Dunkel der Nacht, mehr spürbar als sichtbar. Dunkelheit brodelte in ihm, wie eine Gewitterwolke, die in eine Flasche gepresst wurde. Im Wald wimmelte es von denen, die er entführt hatte. Sie begleiteten ihn, folgten seinen Anweisungen. Seine Armee der Dunkelheit. Er hatte ein pulsierendes schwarzes Loch in seinem Kopf, aus dem Wellen hervorbrachen, die seine Herde in Raserei versetzten. Der Klicker. Mit ihm wollte er sein schreckliches Ende der Geschichte wahr werden lassen. Die Kunst war da. Der Klicker würde sie über die letzte Schwelle schieben. Der Auslöser einer Flutwelle, die sich ausbreiten und die Realität verschlingen würde. Die Besessenen stammelten und zerrten an ihren unsichtbaren Leinen. Erfüllt vom Blutrausch, Scratch ließ sie los. Ungestüm und voller Vorfreude stürzten sie sich in die Nacht. Er riss einen Wegweiser aus und schwang ihn, als wäre er aus Luft. Vor ihm startete die Musik. Sie feuerte ihn an. Möge das Hirschfest beginnen. So, wir hatten aber auch noch mal ein paar neue Sachen gefunden. So, einmal Alex Casey Lunchboxen in Watery. Lunchbox vom Riesenrad in Coffee World. Falls dem Autor dieser Seiten seine Privatsphäre wichtig war, der Zug ist abgefahren, fürchte ich. Und Lunchbox vom Bereich nahe dem Funkturm außerhalb von Mortui. Noch mehr Fanfiction mit Zombies und Mykologie. Ich muss gestehen, dass ich mehr davon lesen würde. So, und 6 Lunchboxen finden wir wohl in Mortui. Im Caldwell Lake fehlt uns noch eine, wir konnten aber bisher auch die Ferienhäuser nicht betreten. Dafür brauchen wir den Bolzenschneider. Ich bin auch mal gespannt, wann wir Bolzenschneider und Schraubenzieher finden oder ob ich irgendwo was verpasst habe, die nutzen zu können oder finden zu können. Ja, wir haben weitere Kinderreime. Ein Reim vom Funkturm in der Nähe von Watery. Im Reim ging es um ein Reh, das von Wölfen gefressen wurde. Und wir haben Geschichte. Ach, da sind die. Das habe ich eben übersehen. Okay, was haben wir denn jetzt hier? Wir haben einmal der Klicker. Mit ihm wollte er sein schreckliches Ende der Geschichte wahr werden lassen. Die Kunst war da.
Der Klicker würde sie über die letzte Schwelle schieben. Das gehört hier oben zum Klicker. Scratch muss nur den Klicker finden, damit sein Ende Wirklichkeit wird. Das kann ich nicht zulassen. Die Geschichte beeinflusst die Erinnerungen mehrerer Leute. Wie verändert die Geschichte die Realität? Regeln? Zack. Nicht nur Rose, auch Ilmo und Jako sind betroffen. Wie lange noch, bis auch meine Erinnerungen betroffen sind? Ändern sich meine Erinnerungen? Okay, hier scheint uns noch irgendwas zu fehlen, damit wir die Seite endlich einsetzen können. Oh, und wir wollten ja noch die Radiosendung hören, die wir eben entdeckt haben. Wenn wir hier gerade schon mal die Ruhe dafür finden. Oh, Waffenverbesserungen. Mit 14 können wir doch Magnetanziehung. Nein, ich will auf 2 Schüsse sparen, dass wir nicht nach einem Schuss nachladen müssen. So, zack, zack. Wir wollten uns die Radiosendung anhören. Jims Bürgermeisterkandidatur. Das war die Liste mit meinen Lieblingsparkbänken in Bright Falls. Und jetzt möchte ich nur noch etwas vom letzten Mal klarstellen. Jemand hat sich einen blöden Scherz erlaubt und behauptet, Wendy Davis von Davis Family Beef Jerky wäre tot. Was natürlich völliger Blödsinn ist. Deshalb rufe ich Wendy jetzt an, um diesem dummen Gerücht ein Ende zu setzen. Und, oh, wie es aussieht, ist sie bereits in der Leitung. Wendy, schön, Sie zu hören. Hallo, Pat. Okay, das ist nicht Wendy. Nein, hier ist Jim Figgermore. Sie wissen doch, wir wollten heute die Ankündigung machen. Oh, das war heute? Wir heißen Jim Figgermore willkommen, den Direktor des Laientheaters von Bright Falls. Und? Ich möchte hiermit verkünden, dass das Theater einen seiner besten Schauspieler verlieren wird. Denn ich, Jim Figgermore, werde als Bürgermeister kandidieren. Applaus bitte! Das nenne ich eine Ankündigung, Jim. Ich muss nur schnell meine Notizen suchen. Ich habe noch ein paar Fragen für Sie. Die eigentliche Frage ist, was ist aus dieser Stadt geworden? Früher zog Bright Falls mit seiner lebendigen Kunstszene und dem beeindruckenden Futterhäuschen tausende Touristen an. Und wofür sind wir jetzt bekannt? Verfluchtes Bright Falls, gruseliges Bright Falls, die Welt lachte über uns. Und jetzt auch noch die Sache mit dem FBI? Wir brauchen einen Bürgermeister, der den Ruf dieser Stadt wiederherstellt. Und niemand ist besser dafür geeignet als ich. Ich habe in der Theaterproduktion von Fiorello einen gespielt und wurde vom Coffee World Magazine in höchsten Tönen dafür gelobt. Bürgermeister Setter ist ein Witz. Und wisst ihr was? Angeblich tötet er Katzen. Da, ich habe es gesagt. Jim, das ist eine familienfreundliche Sendung. Das sind meine Notizen. Wie wäre es also mit ein paar Fragen? Welche Zutaten verwenden Sie für Ihr köstliches Beef Jerky? Das sind wohl die Fragen für Wendy Davis von Davis Family Beef Jerky. Ich interessiere mich nur für Bürgermeister Setter. Es geht um unsere Zukunft. Haustiere sterben. Und es braucht eine Veränderung. Wählt Jim Figgermore. Damit sind wir am Ende. Oh, ich wollte noch... Jim Figgermore und Pat Maine verabschieden sich. Und zum Abschluss noch ein wunderbares Lied. Legen Sie los, Pat. Okay, was für ein dummes Arschloch hier auch als Bürgermeister kandidiert. Meine Stimme hätte er nicht. Angeblich tötet der andere Bürgermeister Katzen. Ich bin für diese Wahl geeignet, oder ich bin für diese Stelle geeignet, weil ich in der Schauspiel, im Theater mal einen Bürgermeister gespielt habe. Das ist so dieser lächerliche Wahlkampf, wie man ihn so oft in amerikanischen Filmen und Serien sieht. Ist es wirklich so? Ist es wirklich so?
ich sage mal, primitiv, dieser Wahlkampf mit solchen blöden Behauptungen. Oh Mann, okay. Wir speichern mal. Und wie es scheint, betreten Hallo? Wir... Jemand da? Coffee Nein. World. Sind Sie rausgekommen? Haben die Besessenen Sie erwischt? Oder wurden Sie zu Besessenen? Ich muss den Schlüssel zur Wohnwagensiedlung finden. Ja, der soll ja hier drin sein. Der Schlüssel sei im Safe des Geschenkeladens. Oder? Ist das der Geschenkeladen? Hier stand zumindest eben irgendwas von... Moment... Können wir ja ganz einfach sehen. Ja, Souvenirladen. Ich schaue mich hier nochmal um. Hier stehen irgendwelche merkwürdigen Sachen rum. Oh, hier liegt was. Coffee World Bewertungsnotizen. Po. Erstens, Fahrgeschäft im Kaffeethema mäßig amüsant. Mäßig amüsant? Das ist ein Pro, okay. Schöner Ausblick auf Wardree vom Riesenrad. Das Die Maskottchen haben ihr Bestes gegeben. Was noch? Der Kaffee war okay. Kontra, wackelige Fahrgeschäfte, gruselige Stimmung, gieriger Besitzer. Sie haben den armen Elch getötet. 2 von 5 Sternen. Ilmo, dein Park hat keinen guten Ruf, wie es scheint. Und hier wollen die Fische wohl auch ein Stück vom Kuchen ab. Oh, ich glaube, das waren gerade Bolzen für die Armbrust. Oh. Ein Kultversteck hier mitten im Freizeitpark. Noch ein Kultversteck. Direkt beim Eingang zum Riesenrad, haben die keine Angst, dass das entdeckt wird. Nur gestreifte Becher. Ein Zahlencode. Wahrscheinlich müssen wir tatsächlich in den Souvenirladen und Becher zählen. Tut uns leid, diese Toilette ist vorübergehend außer Betrieb. Was zum Teufel? Alle Toiletten sind außer Betrieb. Reißt euch zusammen. Gerade stelle ich mir sowieso die Frage, ein Freizeitpark, wo nur Dixie-Klos stehen, ihr habt sonst keine sanitären Einrichtungen und dann sind die alle außer Betrieb? Das kann aber kein guter Freizeitpark sein, Leute. Da hätte ich keinen Bock drauf. Moment, nur gestreifte Becher und hier sind Zahlen drauf. Moment. Das sind ja Becher. 7. Ich hoffe, hier kommt niemand, während ich gucke. Aber normalerweise hören wir die gut. Ja, hier dürfte jetzt keiner sein, im zweistelligen Bereich, oder? Wie viele sind das überhaupt? 12 wie bei einer Uhr? Ja, hier haben wir den nächsten. 1. 7, 1. Oder 1, 7. Ich weiß ja nicht, ob die mit 1 anfangen hier zu zählen. Wahrscheinlich schon. 1, 7. 1, 4, 7. 1, 4, 7. Oder irgendwas anderes in der Reihenfolge. Ich würde jetzt aber einfach mal mit 1, 4, 7 starten. Und gucken, ob wir dieses Kultversteck öffnen können. 1, 4, 7. Das hat funktioniert. Okay. Das nächste Kultversteck. Nimm nicht, was dir nicht gehört. Munition. Für Pistole und für die abgesägte Schrotflinte. Und ich überlege gerade, wo ich mein Inventar gesehen habe, ob ich nochmal in den Safe Room zurückgehe, um ein paar Sachen in den Schuhkarton zu packen. Beim Souvenirladen werden wir doch bestimmt auch das ein oder andere finden. Müssen ja auch die Schlüssel mitnehmen. Was hat es mit denen auf sich?
habe irgendwie das Gefühl, wir müssen die alle kaputt machen. Ein Traumakissen. Ja, wir gehen gleich nochmal zurück zum Safe Room. Ja, und auch hier alle Dixie-Klos außer Betrieb. Out of order. We are sorry. Bla bla bla. Furchtbar. Also um sein Park kümmert er sich nicht wirklich. So. Versperrt. Ich brauche etwas, um es aufzubrechen. Das sind die Schlösser, für die wir einen Schraubenzieher brauchen, oder? Und wir müssen ja rein. Kann es sein, dass wir jetzt endlich den Schraubenzieher finden? Eine Liste mit Wartungsarbeiten. Ein Schraubenzieher. Huh. Okay, anscheinend ja. Hey, das Schloss klemmt schon wieder. Ich habe es kürzlich mit einem Schraubenzieher aufgestemmt, der verschwunden ist. Schon wieder. Leg den Scheiß wieder zurück, wenn du was benutzt. So, und wir haben hier die protokollierte Wartung. 27.06.2023. Das Eingangsschild der Coffee World wurde beschädigt, mit Reinigungsmittel gesäubert und das Schild gewachst. Das sollte reichen, bis es morgen wieder beschmiert wird. Victor. 5.07.2023. Gondel des Slow Roasters steckt fest und schaukelt nicht. Habe sie mit WD-40 behandelt. Das reicht für den Moment. Jako. 19.07.2023. Umgefallener Baum in der Nähe der Latte Lagoon. Soll ich vielleicht den Baumpfleger anrufen? Mit der Kettensäge abgesägt und weggeschafft. Das Holz behalte ich. Jako. 12.08.2023. Mehrere durchgebrannte Glühbirnen am Percolator ausgetauscht und neue Glühbirnen bestellt. Stewart. 1.09.2023. Ein Wagen der Latte Lagoon quietscht. Schrauben angezogen, quietscht jetzt etwas weniger. Jako, da könnte der Schraubenzieher sein. 10.09.2023. Das Bedienpult des Percolators blockiert. Die Vorderseite mit einem Schraubenzieher entfernt, einen Penny darin gefunden. Stewart. Das ist der aktuellste Eintrag im Percolator. Das heißt, da dürften wir wohl den Schraubenzieher finden. Wir können das aber auch auf der Falltafel anheften. Ich wollte ja eh zurück zum Safe Room. Bevor wir hier tiefer in den Park gehen, um jetzt nach einem Schraubenzieher zu suchen. Ich wollte ja noch ein paar Sachen in den Schuhkarton packen. So, Schuhkarton, Tüte für Stiefel. Das Traumakissen kommt weg. Der Talisman, den wir gefunden haben, kommt weg. Ich weiß nicht, ob ich das... Brauchen wir überhaupt so viel Heilung? Ich hätte halt gerne unten eine ganze Reihe frei. Wir wissen ja nicht, was wir hier noch alles finden. So, dann haben wir da Heilung und Batterien und haben hier nochmal eine Reihe frei. Sehr schön. So, und wir hatten ja gerade wieder was für die Falltafel. Bup, bup, bup. Da. Für später. Die Spur des Kultes und Kultverstecke. Packen wir jetzt nochmal das gefundene Kultversteck hier hin. Gefunden in der Nähe des Riesenrads von Coffee World. Noch mehr Warnungen im Inneren scheinen häufig aufgebrochen zu werden. Ja, die stehen doch nicht wirklich versteckt. Leute, das fällt jedem auf, der in der Warteschlange steht fürs Riesenrad. Aber der Park scheint ja nicht gut besucht zu sein. Wahrscheinlich stehen die ja doch sicherer, als man denkt. So, die Spur des Kultes. Coffee World. Damit stellen wir direkt eine neue Fragereihe auf. Coffee World. Der koffeinhaltigste Ort der Welt. Und trotzdem hilft mir hier niemand, den Schlüssel zu bekommen. So. Coffee World ist auf jeden Fall interessant. Und leer. Ilmo sagte, jemand würde mir helfen, den Schlüssel zu holen, aber niemand ist da. Der Wohnwagen-Siedlungsschlüssel. Finde Beweise. Souvenir, Ladentür verschlossen. Ilmo meinte, jemand würde mir helfen, aber es ist niemand hier. Ich muss wohl selbst einen Weg hineinfinden. Zugang zum Souvenirladen. Eine Anleitung, wie man ein Schloss knackt. Ein Versuch ist es wert.
Und laut Wartungsprotokoll wurde ein Schraubenzieher zuletzt als Am-Percolator verwendet. Mit Schraubenziehern in Geschenkeläden einzubrechen, ist nicht gerade üblich. Percolator, der Name eines Fahrgeschäfts? Ein Schraubenzieher kann ein Schlüssel sein, wenn man sich anstrengt. So, auf der Karte wurden uns doch die Sachen gezeigt. Slow Roaster, das Riesenrad, Souvenirladen. Fair Trade Percolator da unten. Latte Lagoon ist überflutet, kommen wir wahrscheinlich gerade nicht dran. Fair Trade Fun Zone, also durch diesen Bereich in die Fair Trade Fun Zone und da zum Percolator. Hier haben wir aber auch noch den Espresso Express. Es wird sich bestimmt lohnen, sich hier mal umzuschauen, wenn wir hier auch schon die ersten Kultverstecke finden. Okay. Dann suchen wir mal nach einem Schraubenzieher. Und wenn wir tatsächlich mit dem Schraubenzieher, jetzt ist die Frage, verwenden wir den, also verbrauchen wir den oder behalten wir den dauerhaft und können dann diese Schlösser knacken? Ich hoffe mal, dass es so ist, denn dann kann ich diesen Behälter öffnen und vor allen Dingen auch hier dieses Haus öffnen. Und wir hatten auf jeden Fall noch in Bright Falls die Damentoilette, die auch so abgeschlossen war, fällt mir gerade ein. Ab 10 geöffnet. Oder warten wir einfach bis 10. Aber wir wissen ja gar nicht, wie spät es ist. Es ist aber auf jeden Fall recht dunkel und hier hat jemand vergessen, an den Laden dicht zu machen. Moment, nicht, dass ich mich hier verlaufe. Wir sind aber richtig. Das scheint ja der einzige Weg zu sein. Erstmal. Es ist sogar ausgeschildert. Percolator, der Espresso Express. Ich werde erstmal zum Espresso Express gehen, weil ich mir denke, dass wir hier noch ein paar Sachen finden können. Hier geht's auch zum Percolator. Der Huotari-Brunnen aus dem Jahr 1913. Der Legende nach treibt sich hier der böse Wassergeist Neki herum, der die Menschen in Watery in ihre Gräber lockt. Früh in der Geschichte von Watery versteckte Ilmari Huotari zusammen mit seinem Bruder Jacopi Huotari die Leichen seiner Opfer in diesem Brunnen. Ich unterbreche mal kurz. Werdet ihr nicht auch skeptisch bei diesen Namen? Ilmari und Jacopi? Ilmo und Jaco? Kaskela oder wie ist es? Ja, Ilmo und Jaco. Und hier haben wir jetzt Ilmari und Jacopi. Leichen seiner Opfer in diesem Brunnen. Okay, mal schauen, was hier los ist. Erst nachdem Ilmari seinen eigenen Bruder ermordet hatte, kamen ihre grausamen Taten ans Licht. Aber war er dem Wahnsinn verfallen oder hatte der Geist von Neki Besitz von Ilmari ergriffen und ihn zu den Morden getrieben, wie er selbst vermutete? Ist vielleicht doch mehr an diesem Brunnen dran, als man auf den ersten Blick meinen möchte? Leute, das finde ich schon strange. Ilmari und Jacopi Huotari als Serienkiller im frühen 20. Jahrhundert werden hier genannt und wir haben nun 110 Jahre später zwei mit einem ähnlichen Namen. Ilmari, Ilmo, Jacopi, Jaco. Entweder waren die Eltern solche, ich sag mal, ja, so bescheuert, den beiden Kindern den Namen von zwei Serienkillern zu geben, oder das ist mehr als nur ein Zufall, Leute. Und wir wissen, dass mehr als nur ein Zufall hier, okay, nicht in den Brunnen reinfallen. Sehen wir irgendwas? Mann, Mann, Mann. Hier haben wir auf jeden Fall keinen Zutritt, nur Angestellte. Das geht von hier nicht auf. Das ist die Werkstatt der Kalevala Knights.
Oh, 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 haben wir hier irgendwo ein Kultversteck noch? Ich sag ja, es lohnt sich, hier mal rumzuschauen. Da, da steht es. Da steht es. Noch eine Kultkiste. Was verbirgt sich hinter dem Lächeln? Ein Torbogen mit einer grinsenden Kaffeekanne. Grinsende Luftballons habe ich gesehen. Schauen wir mal, ob wir die hier irgendwo finden. Vielleicht auf dem Weg zum Espresso Express. Das Fahrgeschäft scheint auf jeden Fall hinüber zu sein. Oder einfach nur ausgeschaltet. Oder hinüber. Oh, noch ein Bolzen für die Armbrust. Sehr schön. Ha, könnte auch mit einem Zahlencode zusammenhängen. Also, ich merke mir mal, dass Gondel Nummer 8 fehlt. Das könnte noch von Belang sein. So, und wir suchen immer noch diese grinsende Kaffeekanne beim Torbogen. Oh, hier haben wir einen Torbogen. Hier haben wir einen Torbogen. Hier ist aber nichts. Hier ist der nächste Torbogen. Das ist es doch. Das ist es doch. Was versteckt sich hinter meinem Lächeln oder was stand da? Hier hat nochmal Bürgermeister Setter spricht Ihre Fragen an. Seinen Wahlkampf. Er hat auch meine Stimme, nachdem wir den Konkurrenten jetzt kennengelernt haben. Können wir hier hinter? Ja, hier ist offen. Hier ist offen und da liegt der Schlüssel. Jawohl, wir können das nächste Kultversteck öffnen, Leute. So, ich will jetzt hier nicht groß weiter erkunden, bevor ich nachher das Kultversteck nicht finde. So, wir sind durch den Torbogen gekommen. Richtig, dann haben wir hier den Brunnen und hinter dem Brunnen war es. Hier, jawohl. Dann schauen wir mal. Zack. Das hat auf jeden Fall funktioniert. Nur mein Stift schreibt gerade nicht. So. M und T sollten gestern Abend auf Streife gehen, sind aber nicht aufgetaucht. Wenn jemand etwas von ihnen hört, lasst es mich wissen. M und T sind das Mulligan und Thornton. Werden die hier vom Kult beobachtet? M und T sollten gestern auf Streife gehen, sind aber nicht aufgetaucht. Wenn jemand etwas von ihnen hört, lasst es mich wissen. Werden die vom Kult beobachtet, weil die denen hinterher spionieren? Da braucht ihr keine Sorgen zu haben. Thornton ist auf jeden Fall ein Vollidiot. So, Munition, Munition und... Oha, ja, jetzt sind wir wieder gut eingedeckt. Sonst hier kamen wir nicht weiter. So, nochmal schauen. Relevanter Ort. Der Brunnen scheint noch relevant zu sein anscheinend. Oder habe ich hier was übersehen? Ich habe das immer noch nicht mit dem relevanten Ort verstanden hier auf der Karte. Okay, dann gehen wir jetzt mal in diesen Teil. Ja, machen wir uns mal auf die Suche nach dem Schraubenzieher beim Percolator. Moment, das war hier lang.
Hier war ja eh eine Sackgasse. Und hier steht ja, hier geht's zum Percolator. Aber ich schaue mich hier mal um. Gerade diese Unterführung finde ich mal wieder sehr auffällig. Hier, was versteckt ist. Oh, die Musik nervt mich langsam. Hier kommen wir auf jeden Fall wieder zum Riesenrad. Hier sind wir gewesen. So, hier gehen wir zum Geschenkeshop. Genau von da unten. Oh Mann, der ist ein bisschen verwirrend hier. Sehr auffällig, dass sie ja so eine große Lichtquelle haben, oder? Oh, hier können wir noch was öffnen. Noch ein Traumakissen. Hier liegen Bilder, die wir uns sogar angucken können. Also Leute, ich habe langsam das Gefühl, dass diese grinsenden Luftballons tatsächlich irgendeinen Sinn haben. Ist das ein Rätsel hier? Oder sind das tatsächlich nur Kinderkritzeleien ohne tiefere Bedeutung? Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Das sieht eher wie ein Rätsel aus. Haben wir hier noch einen Kinderreim versteckt? Das kann ich mir nicht vorstellen, dass wir jetzt hier einen Kinderreim im Park haben, oder? Eine Leuchtfackel. Oh nein, so viele wollte ich gar nicht kaputt machen. Ich wollte nur den Grinsenden kaputt machen. Hör ich gerade Schritte? Ah, hier ist der Percolator. Hier haben wir noch Bolzen. Sehr, sehr geil. Da hängen auch noch welche. Moment mal. Das Rätsel könnte oder die Zeichnungen könnten hiermit zu tun haben, oder? Ist hier irgendwo was versteckt? Meine Güte! Oh Mann! Ganz ruhig, Saga. Ist nur eine Kaffeekanne. Ich habe keine Ahnung, ob das ein Rätsel ist oder nicht. Ich blick gerade nicht durch. Oh, Dosenschießen. Kleine Anspielung auf den ersten Teil. So, hier geht's zur Latte Lagoon. Hier ist aber überschwemmt, wenn ich das richtig auf der Karte gesehen habe. Aber hier könnte ja trotzdem was liegen, ne? Sehen wir irgendwas Auffälliges hier? Nicht wirklich. Komm da runter. So, dann schauen wir mal, ob wir den Schraubenzieher beim Percolator finden. Wo war der denn jetzt? Da! Hier haben wir uns alles angeguckt, oder? So, das Spiel speichert auf jeden Fall.
Und das finde ich gerade mehr als zufällig, oder? Dass jetzt ausgerechnet hier das Fahrgeschäft anhält, da kann was nicht stimmen. Oh, 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 da oben. Ah, den Bolzen kriegen wir wahrscheinlich nicht wieder. Ist er denn tot? Ich höre noch jemanden. Oh, da hinten. Oh. Nein, das dauert zu lange. So, den erschieße ich mit der Schrotflinte, dann heilen wir uns. Leute, Leute, Leute. Wow, 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 wow. Da liegt auf jeden Fall was. Ich muss mich mal ganz kurz zeilen. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wenn wir den Schraubenzieher aufheben, es hier richtig losgeht, oder? Hey, damit sollte ich in den Souvenirladen kommen. Und an vielen anderen Stellen, wenn wir ihn nicht verbrauchen, sondern nur gebrauchen. Ich wechsle vorsichtshalber mal auf die Schrotflinte. Damit können wir uns nochmal heilen. Aber diese Stille gefällt mir nicht. Ich glaube, hier geht's jetzt richtig los. Er speichert auf jeden Fall nochmal. Jetzt muss ich mal gucken, wie wir am schnellsten zum Souvenirladen kommen. Links lang. Und ich sehe gerade, wir sind auch bei über 50 Minuten. Wir haben ja in der Nähe den Schutzraum. Also bevor ich in den Souvenirladen gehe, ach, da oben. Da oben. So, damit sind wir wieder geheilt. Das ist der nächste. Aua! Autsch! Nein! Nicht nachgeladen! Das ich alle? Ich mich nie daran gewöhnen. Hat hier irgendwer was verloren? Nee, nee, nee. Das hat uns gerade ordentlich Munition gekostet für die Schrotflinte. Aber ich wollte mich auch wieder heilen. Leute, Leute. Wo kamen wir zum... Hier geht's zum Shop. Ich will auf jeden Fall speichern, bevor wir in den Souvenirladen gehen. Denn ich denke, jetzt geht's richtig los. Wo war denn? Da hinten ist unser Safe Room. Das schaffen wir zeitlich wahrscheinlich eh nicht mehr. Okay, Leute. Okay. Ich werde noch ganz schnell hier hingehen. Schauen, ob wir noch was für die Falltafel haben. Auf jeden Fall hier nochmal der Kult des Baumes. Notiz aus einem Kultistenversteck, in der M&C erwähnt werden. Wer ist involviert? Mulligan und Thornton. Ja, sie hat dieselbe Vermutung wie ich. M&C könnten für Mulligan und Thornton stehen. Aber dass sie involviert sind, ich habe das eher so verstanden im Text, dass sie beobachtet werden vom Kult. Mal schauen. So, Kultverstecke. Da hatten wir noch das Versteck am Wunschbrunnen. Ein Wunschbrunnen. Ein Brunnen, in dem Leichen entsorgt werden, nennt ihr Wunschbrunnen in Watery. Oder ist das einfach nur eine Fake-Geschichte für den Park und daher kommt dann Ilmari und Jacopi und deswegen heißen die so wegen Ilmo
Und Jacko, der Park gehört ja auch denen. Könnte natürlich auch nur eine Fake-Geschichte sein. Okay. In der Notiz darin werden die Kultmitglieder M und C erwähnt. Hier steht jetzt Kultmitglieder. Aber das stand doch so in der Notiz gar nicht. Naja, wir werden sehen. Wir werden sehen, was wirklich Sache daran ist. Wir haben leider zu wenig Fragmente, um tatsächlich zwei Pfeile in die Armbrust zu legen. Hier haben wir aber weitere Wahlslogans gesammelt. Ich frage mich, was passiert, wenn wir das hier vervollständigen. Genauso wie mit den Hirschköpfen. Ja, gut, liebe Leute, wie gesagt, wir sind schon wieder fast bei einer Stunde. Dann machen wir das Ganze in der nächsten Episode weiter und schauen mal, ob wir mit dem Schraubenzieher nun in den Souvenirladen können. Und dann haben wir ja auch noch das Problem, dass der Schlüssel zu unserem Wohnwagen ja in einem Safe liegt. Das heißt, auch den müssen wir wahrscheinlich auch noch knacken. Ich bedanke mich jedenfalls fürs Zuschauen. Hoffe, dass ihr bei meiner nächsten Episode zu Alan Wake 2 wieder mit dabei seid. Wünsche euch bis dahin alles Gute. Gehabt euch wohl. Euer Rönne.